Hallo zusammen und herzliche Grüße aus Hannover, aus der Staatskanzlei in die Münchhausenstadt Bodenwerder. Ich wäre jetzt sehr gerne in Bodenwerder, um mit Ihnen allen zusammen den 300. Geburtstag des Barons von Münchhausen zu feiern, dem berühmtesten Sohn der Stadt. Und bis heute hält Bodenwerder aus sehr, sehr guten Gründen diesen Sohn der Stadt in großen Ehren. Münchhausen muss ein begnadeter Erzähler und mit einer wunderbaren, blühenden Fantasie gewesen sein, der all seine Zuhörerinnen und Zuhörer in den Bann geschlagen hat. Dass er seine Geschichten gar nicht selbst an die Öffentlichkeit gegeben hat, sondern das durch einen Freund geschehen ist, der vielleicht gar nicht sein Freund war, das hat den Baron sehr geärgert, wie ich gelernt habe. Aber diesem Freund können wir alle miteinander sehr dankbar sein. Denn was für wunderbare Geschichten wären uns sonst entgangen. Mein Lieblingszitat, das möchte ich Ihnen gerne einmal vorlesen. Ich gebe zu, besonders originell ist es nicht, aber schön und lehrreich sehr wohl. Da heißt es nämlich: Ein anderes Mal wollte ich über einen Morast setzen, der mir anfänglich nicht so breit vorkam, als ich ihn fand, da ich mitten im Sprunge war. Schwebend in der Luft wendete ich daher wieder um, wo ich hergekommen war, um einen noch größeren Anlauf zu nehmen. Gleichwohl sprang ich auch zum zweiten Mal noch zu kurz und fiel nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den Morast. Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen, wenn nicht die Stärke meines eigenen Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe samt meinem Pferde, welches sich fest zwischen meine Knie schloss, wieder herausgezogen hätte. Ist das nicht wunderschön und vor allen Dingen auch lehrreich? Wir sollten uns auch heute immer wieder am eigenen Schopf aus dem Schlamm hervorrufen. Gibt es ein besseres Zitat zum Corona-Jahr in Deutschland? Ich finde nicht. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum 300. Geburtstag des Barons von Münchhausen und alles Gute der Münchhausenstadt Bodenwerder. Tschüss. Sehr verehrte Bürgerinnen, sehr verehrte Bürger, verehrte Münchhausen-Freunde. Mit Stolz und großer Freude feiern die Bürgerinnen und Bürger der Münchhausenstadt Bodenwerder am 11. Mai 2020 den 300. Geburtstag ihres Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Mit Gästen aus dem In- und Ausland war an seinem Geburtstag ein ihm anerkennender Festakt in der Klosterkirche Kemnade geplant. Die aktuelle Corona-Pandemie lässt die Geburtstagsfeier und die Würdigung leider nicht zu. Welche Lösung wäre wohl Münchhausen in dieser Situation eingefallen? Sicher hätte er versucht, sich am eigenen Schopf aus der scheinbar aussichtslosen Lage zu befreien. In diesem Sinne werden die Presse, Funk und Fernsehen über Münchhausen und seinem 300. Geburtstag berichten. Die Deutsche Post und die Münze Deutschland ehren den Baron am 11. Mai mit der Präsentation der Sonderbriefmarke und der 20-Euro-Sammlermünze. Unter Beachtung der Schutzbestimmungen würdigen Rat und Verwaltung in einzelnen Aktionen ihren großen Sohn, den Freiherrn von Münchhausen. Die Eröffnung des Münchhausen-Museums mit der Sonderausstellung »Fantasie lügt nie« wird mit Spannung erwartet. Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, wir dürfen derzeit nicht gemeinsam feiern. Stoßen Sie deshalb in Ihren Familien auf unserem Baron von Münchhausen an. Wir freuen uns über Ihren persönlichen Geburtstagsgruß als Video, Bild oder Textbotschaft. Senden Sie Ihren Gruß bitte per Mail an info@bodenwerder-polle.de oder an die Facebook-Seite der Münchhausenstadt Bodenwerder. Lassen Sie uns nach Münchhausens Motto mit Tapferkeit und Gegenwart des Geistes zuversichtlich in die Zukunft schauen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, verehrte Freunde der Münchhausenstadt, ab dem 11. Mai hätten wir gemeinsam den 300. Geburtstag
unseres Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen gefeiert. Die Corona-Krise lässt in diesem Jahr allerdings Feierlichkeiten nur im engsten Familien- und Freundeskreis zu. Dennoch möchte ich es mir nicht nehmen lassen, als Stadtdirektorin der Münchhausenstadt und als Bürgermeisterin der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle im Namen von Rat und Verwaltung die herzlichsten Glückwünsche zu überbringen. Persönlich finde ich es besonders bedauerlich und schade, dass wir die schön geplanten Feste und Veranstaltungen nicht gemeinsam begehen können. Umso mehr freue ich mich auf die Zeit mit Ihnen, in der wir unseren Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen in ganz besonderer Art und Weise feiern dürfen. Diese Zeit wird eine ganz besondere Zeit. Denn nach den vielen Wochen des Zuhausebleibens wissen wir alle, was echte Begegnungen mit echten Menschen wert sind. Ich danke heute allen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen für ihr unermüdliches Engagement rund um den 300. Geburtstag, das Museum und die Münchhausenstadt in den letzten anderthalb Jahren. Da wo Schatten ist, ist auch Licht. Nach Regen kommt immer wieder die Sonne. Gedenken wir alle gemeinsam unser Geburtstagskind in ganz besonderer Art und Weise. Bleiben Sie gesund. Bis bald. An die Heimatstadt Bodenwerder. Der Geburtstag des berühmtesten Sohnes der Stadt, Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, jährt sich dieses Jahr zum 300. Mal. Er selbst war ja zu Lebenszeiten mit einer Veröffentlichung der ihm zugeschriebenen Lügengeschichten nicht so ganz einverstanden. Wir alle hier im Landkreis Holzminden aber sind mächtig stolz darauf, dass diese Anekdoten des Lügenbarons zu einer solch weltweiten Bekanntheit der Person und damit auch unserer Gegend hier geführt haben. In momentan schwierigen Zeiten mag uns eine seiner bekanntesten Geschichten als Vorbild dienen. Als der Baron in einem Sumpf gerät und zu versinken droht, zieht er sich samt Pferd selbst wieder aus dem Morast heraus. Diese Geschichte hat viel Symbolisches. Es mag vieles nicht einfach sein für uns alle, aber wir werden versuchen, jede sich bietende Gelegenheit beim Schopf zu packen und uns selbst zu helfen. An diese Botschaft des Baron von Münchhausen glaube ich und dafür danke ich ihm. Alles Gute zum Geburtstag. 2020 ist das Jubiläumsjahr. 300 Jahre Lügenbaron von Münchhausen. Gerne hätten wir das in diesem Jahr in Bodenwerder groß gefeiert. Leider macht uns die Corona-Situation da einen Strich durch die Rechnung. Als zuständiger Berichterstatter im Europaausschuss für die baltischen Staaten habe ich was ganz Besonderes dabei, nämlich diesen Brandy aus Dunte in Lettland. Aus Dunte stammt Jakobine von Dunte, die Baron von Münchhausen 1744 dort geheiratet hat, bevor sie 1750 dann auf sein Gut nach Bodenwerder zog. Und so wie damals mit diesem Brandy Barons Minshausen in Lettland angestoßen wurde, so sollten wir auch in diesem Jahr auf das 300-jährige Jubiläum anstoßen. Alles Gute zum Geburtstag von mir hier aus dem Bundestag. Herzlichen Glückwunsch zum 300. Geburtstag von Baron Münchhausen aus der Rabestadt Ischershausen, von Wilhelm Rabe und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ischershausen. Heute aus aktuellem Anlass aber aus dem Landtag in Hannover. Und die Fake News, die in der Politik oft verbreitet werden in der heutigen Zeit, die sind ja zunehmend nervig. Und ich finde, Politiker sollten sich vielleicht mal ein Beispiel nehmen an den netten Geschichten, die Baron Münchhausen erzählt hat, mit denen er manches auf die Schippe genommen hat, oftmals sich selber und mit denen er die Menschen erfreut hat. Das, was heute an Problemen vor uns steht, das wäre auf diese Art und Weise vielleicht etwas besser vermittelbar und es würde deutlich näher an die Wahrheit herankommen, als manches, was Spitzenpolitiker heute erzählen. Herzlichen Glückwunsch und feiern Sie den Baron kräftig. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Baron von Münchhausen, das Geburtstagskind von Bodenwerder. Leider können wir deinen 300. Geburtstag nicht real feiern, aber du hättest dir sicher bestimmt auch in Corona-Zeiten was ausgedacht. Schließlich warst du der erste Mann auf dem Mond, der erste, der auf einer Kanone hin und zurück geritten ist, der ein Pferd wieder zusammengeklebt hat. Und du hättest dich sicher auch bei Corona aus dem Sumpf gezogen und gewusst, wie du in einen Körper eindringst und dann diesen Virus wieder heraus entfernt hättest oder dir irgendeine spannende Geschichte ausgedacht, die aber immer auch zeigte, dass da immer ein Fünkchen Wahrheit ist, was mit Übertreibung arbeitet. Und das ist sicher auch etwas, was man in der Politik kennt, was man im Alltag kennt.
Aber das Tolle war eigentlich auch immer, dass es immer optimistisch war. Du hast immer eine Lösung gefunden, egal ob das Pferd am Kirchturm hin, ob die Kugeln alle waren und man einen Kirschkern nehmen musste. Und es war dann immer besser. Offenbar war bei der Jagd dem Hirsch ein Kirschbaum gewachsen und du hattest sogar Hirschgulasch mit Kirschen. Also deine Geschichten waren wirklich fabelhaft und deshalb ist es schade, dass wir deinen 300. Geburtstag nicht real feiern können. Aber wir werden weiter an dich denken und Bodenwerder wird dich in guter Erinnerung haben, sage ich auch als langjähriger Abgeordneter für diesen Wahlkreis. Mein Name ist Christian Meyer, ich bin vom Bündnis 90 Die Grünen, war immer bei den Münchhausen-Preisveranstaltungen dabei, die in deinem Namen ja aus Leute auszeichnen, die eine besonders gute Redekunst haben. Und deshalb freuen wir uns, dass du aus dem Weserbergland bist. Alles Gute, lieber Baron von Münchhausen. Hieronymus Karl Freiherr von Münchhausen ist keine Fabelfigur. Er ist eine historische Persönlichkeit. Und exakt vor 300 Jahren ist er hier in Bodenwerder, in diesem Haus, im jetzigen Rathaus, geboren. Er hatte ein bewegtes Leben. Besonders geprägt hat ihn der russisch-türkische Krieg. Als er wieder zurückgekommen ist, hier nach Bodenwerder, da hat er die Leute zusammengeholt. Zum Beispiel haben sie zusammengesessen in der Grotte in Bodenwerder. Er hat etwas aus seinem Leben erzählt, nicht authentisch, er hat es übertrieben. Denn sein Anliegen war, die Leute zum Lachen zu bringen, sie zu faszinieren, ihnen etwas Fröhlichkeit zu vermitteln. Das ist ihm wunderbar gelungen. Er wollte die Geschichten nie aufschreiben. Das haben andere für ihn getan. Allerdings hat er sich darüber sehr geärgert und er hat den Stempel aufgedrückt bekommen, Lügenbaron. Das war er nicht. Aber wir sind sehr froh über sein Wirken, denn er ist bis heute Botschafter für das gesamte Weserbergland, insbesondere natürlich für Bodenwerder, international oder auch national. Aber das zweite Anliegen ist genauso wichtig und aktueller denn je. Denn in schwierigen Zeiten, viele haben Angst um die wirtschaftliche Existenz, dort zusammenzukommen, einmal fröhlich zu sein, das Leben leichter zu nehmen, das ist auch eine wichtige Botschaft. Und auch dafür danken wir Ihnen und wir sollten es beherzigen. Herzlichen Glückwunsch zum 300. Geburtstag und herzlichen Dank für das hervorragende Wirken. Lieber Baron von Münchhausen, Ihren 300. Geburtstag haben wir uns alle sicherlich ganz anders vorgestellt. Auch wenn keine gemeinsamen Feierlichkeiten im Moment möglich sind, so muss es doch heißen, Ehre, wem Ehre gebührt. Sie, lieber Baron von Münchhausen, sind auch nach über 300 Jahren ein hervorragender Werbeträger, der mit seinen wahren Geschichten dafür sorgt, dass die Stadt Bodenwerder und das gesamte Weserbergland eng mit dem Baron von Münchhausen verknüpft sind. Viele Ehrenamtliche sorgen bis heute dafür, dass die Geschichten unseres Barons lebendig bleiben und immer wieder neu erzählt werden. Daher gilt es Ihnen, Dank zu sagen an die Ehrenamtlichen, die beim Münchhausen Musical, beim Münchhausen Schauspiel oder im Münchhausen Museum oder auch bei der Münchhausen Preisverleihung immer dafür sorgen, dass die Menschen zu den vielen Veranstaltungen in die Stadt Bodenwerder und in unsere Region kommen. Ich hoffe, dass wir in den kommenden Monaten die ein oder andere Veranstaltung doch noch gemeinsam begehen können und verbleibe bis dahin. Herzlichen Glückwunsch, lieber Baron Münchhausen, Ihre Sabine Tippelt, Landtagsabgeordnete. Lieber Onkel Hieronymus, hier kommen ganz herzliche Glückwünsche zu deinem 300. Geburtstag von deiner Familie, genauer gesagt vom Münchhausen und dem Familienverband, für den ich hier spreche. Wir sind alle sehr traurig, dass wir nicht gemeinsam in gebührender Form deinen Ehrentag in deiner Heimatstadt Bodenwerder feiern können. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Man kann seinen Geburtstag ja auch nachfeiern, vielleicht im Herbst oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr. Und weißt du, bei 300 Jahren, da kommt es auf ein Jahr Verspätung wirklich nicht so sehr an. Also, bis später,
dein Urgroßneffe. Tschüss. In diesen Tagen hätte Hieronymus Karl Friedrich, Freiherr von Münchhausen, seinen 300. Geburtstag gefeiert. Ich freue mich, dass ich auch im Namen der CDU in Niedersachsen zu diesem besonderen Jubiläum, zu diesem besonderen Geburtstag gratulieren kann. Ich denke, nahezu jeder kennt seine Geschichten, die bekannt gewordenen Lügengeschichten des Baron Münchhausen. Denn er hatte genau diese Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die die Menschen gerne hörten und bis heute gerne hören. Und deswegen ist ganz sicher das schönste Geschenk, was wir zu diesem 300. Geburtstag machen können, dass wir seine Geschichten weitergeben. Und dass wir in einer Zeit, die nicht nur jetzt durch die Corona-Krise besonders beeinflusst ist, sondern eine Zeit, die immer schneller, immer hektischer wird, dass wir es auch mal schaffen, ein Buch zu lesen. Seine Geschichten weiterzugeben, auch an die nächsten Generationen, das wünsche ich mir. Das sollten wir gemeinsam nutzen zu diesem besonderen Geburtstag. Und nutzen Sie zusätzlich die Gelegenheit, auch mal in seine schöne Heimatstadt Bodenwerder in das schöne Weserbergland zu reisen. Alles Gute zu diesem besonderen Geburtstag. Sehr verehrter Hieronymus Karl Friedrich, Freiherr von Münchhausen. Aufmerksamkeit sind Sie ja gewöhnt. Im Mittelpunkt stehen Sie seit über 200 Jahren und Ihre Geschichten sind in aller Munde auf der ganzen Welt. Sie sind bei bester Gesundheit noch nach 300 Jahren und das möge Ihnen erhalten bleiben. Aber was Sie sich da zu Ihrem 300. Geburtstag geleistet haben, das ist der größte Clou. Einfach nicht zu feiern und genau aus diesem Grund im Mittelpunkt zu stehen. Vielleicht ist das die Retourkutsche an die Printmedien, mit denen Sie vor 250 Jahren nicht so ganz einig waren. Die ganze Welt schreibt über Sie und Sie stehen im Mittelpunkt, weil man endlich mal richtig berichten will. Aber wir Bodenwerderaner haben dazugelernt. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie so davon kommen. Wir werden noch richtig zusammen feiern. Zu geeigneter Zeit und bis dahin weiterhin gute Gesundheit und genießen Sie den Mittelpunkt. 300 Jahre Baron von Münchhausen. Herzlichen Glückwunsch auch von der Stiftung Sparkasse Bodenwerder. Wir freuen uns auf die nächsten Jahrhunderte voller fantastischer Unterhaltung. Lieber Baron Münchhausen, die ganze deutsche Märchenstraße gratuliert dir zu deinem 300. Geburtstag. Und heute kommt der Gruß aus dem Märchenwald Reinhardswald, aus dem Gebiet vom Ritter Dietrich. Wie könnte es anders sein? Aber alle, vom Hanau bis Bremen und Buxtehude, alle haben deinen Geburtstagsfeier gesehen. Sie wollten kommen und dann hast du entsprechend einen Zaubertrick gefunden, wie gesagt, nein, jetzt noch nicht. Aber wie ich dich kenne, wirst du das nachholen. Wir kommen dann gern. Und wenn die anderen noch nicht kommen, dann trinke ich und esse für die mit. Ich kann genauso wie du ganz schön was vertragen. Und deshalb wünsche ich mir noch weitere 300 Jahre. Bleib gesund und der Deutschen Märchenstraße erhalten. Alle Mitgliedsorte der Deutschen Märchenstraße und auch das ganze Team der Deutschen Märchenstraße gratuliert zum 300. Geburtstag. So, lieber Baron von Münchhausen, liebe Münchhausenstadt Bodenwerder, Sie haben Geburtstag, 300 Jahre. Wir von der DWZ gratulieren recht herzlich, nachträglich. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, war der Geburtstag am 11. Mai. Wir sind ein wenig zu spät, nichtsdestotrotz umso herzlicher die unsere Geburtstagsgrüße. Sie konnten in Zeiten von Corona leider nicht feiern. Nichtsdestotrotz werden wir diese Feier sicherlich nachholen. Der 301. Geburtstag wird im nächsten Jahr stattfinden und die Feier dann sicherlich umso schöner, größer, besser. Wir freuen uns sehr darauf. Zwischenzeitlich möchte ich Ihnen unser Geschenk übergeben. Wir haben
ein bisschen was für Sie vorbereitet. Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, was ich hier so in der Hand halte. Das ist unser Logo, was wir für Sie entworfen haben zum Jubiläum, zum Geburtstag, 300 Jahre Baron von Münchhausen. Das Logo zu Ihrer Verwendung. Bitte nutzen Sie es jetzt schon auf Briefbögen, im Facebook-Auftritt, in der Zeitung, wo auch immer, auf allen Ihren Werbeträgern. Wir hoffen, Sie haben Spaß damit und freuen uns, mit Ihnen im nächsten Jahr umso besser und größer feiern zu können. Ihre DWZ. Alles Gute zum 300. Geburtstag aus der zurzeit kinderlosen Grundschule Bodenwerder. Heute schult man hier mit 6 Jahren Kinder ein, damit sie lesen, schreiben, rechnen lernen und einen großen Schritt ins Erwachsenwerden gehen können. Münchhausen war mit 7 Jahren zu seiner Zeit ganz anders unterwegs. Aber noch heute freuen wir uns über seine wunderbaren Geschichten, die er aus diesen Erfahrungen mitgebracht hat und zu heiteren Erzählungen erdacht hat. Corona, keine normale Schule, keine Projektwoche wie geplant, kein Feiern. Was würde er aus diesen seltsamen Zeiten wohl für Geschichten erdenken? Wir wissen es leider nicht. Zum Geburtstag gehört ein Geschenk. Sie sehen, ich habe kein Geschenk. Erst, wenn wir wirklich richtig feiern, dann werden wir unser Geschenk präsentieren. Alles Gute und wir freuen uns auf die noch kommenden rauschenden Geburtstagsfeiern. Tschüss und bis bald. Meine allerherzlichsten Glückwünsche, Herr Baron, zu Ihrem 300. Geburtstag, den wir heute am 11. Mai feiern dürfen. Ich habe eigens Ihren Lieblingskuchen gebacken, mit den Kirschen von Ihrem Lieblingsbaum. Wir werden keine große Feier veranstalten, nur wir drei werden sein. Mein Mann, Ihr Jäger, Herr Nolte, und ich, Ihre Haushälterin. Die große Feier, die ist verschoben bis ins nächste Jahr, was uns keinerlei Sorge bereiten soll. Denn, Herr Baron, Sie werden lebendig bleiben über das 300. Lebensjahr lange hinaus durch Ihre fantastischen Geschichten, die Sie zu erzählen haben. Ganz viele Glückwünsche sind gekommen aus aller Welt, wo man Sie überall kennt. Und man hat eigens eine Münze zu Ihrem Jubiläum geprägt und eine Postwertmarke geschaffen. Auch das Museum präsentiert sich neu. Und das alles Ihnen zu Ehren. Aber Herr Baron, nun lassen Sie sich erstmal den leckeren Kuchen munden. Hochwohlgeborener Herr Baron, bekannt ist, dass seit langem schon Ihr wart in stetem Streite mit der Stadt und Bürgermeister Schmidt. Als einst Ihr bautet eine Brücken, tat euch sogleich zu Leibe rücken, mit Hacken, Stangen und mit Spaten und was sie sonst an Waffen hatten, der Bürgerhorde aufgebracht und hat die Brück zunicht gemacht. Ohn unser Plazet stand das Werk für euren Weg zum Hopfenberg. Wir wollen euch heute nicht weiter quälen, die Streitobjekte aufzuzählen, die Weserstadt kontra Baron. Das Stadtarchiv ist voll davon. Das alles liegt jedoch zum Glück ein paar Jahrhunderte zurück. Am 11. Mai, wie ihr seht, steht auf dem Plan Festivität. Zum 300. Wiegenfeste wünscht Bodenwerder euch das Beste. So wollen wir den Tag genießen und heut für immer Frieden schließen. Aus diesem Grund zum Angedenken wollen wir euch, Freiherr, etwas schenken. Zu leerer Fenster neuer Zier erzählt von euch dies Banner hier. Mit Fabelwerk von euch erdacht, habt ihr die Stadt berühmt gemacht. Drum sei ein Ende mit dem Zank, euch, Herr Baron, gilt unser Dank.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Hieronymus. Happy birthday to you. Victoria, euer Helene Fischer-Dobel. Es ist so schade, dass eure geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 300. Geburtstages des Freiherrn von Münchhausen nicht stattfinden können. Ich hoffe oder ich bin guter Dinge, dass ihr das spätestens im nächsten Jahr nachholen könnt. Vielleicht ja auch mit mir zusammen. Ich würde mich sehr freuen und ich kann nur sagen, haltet weiterhin zusammen, haltet durch, bleibt positiv und vor allen Dingen gesund. Und dann sehen wir uns vielleicht ganz bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Vor 300 Jahren, wie bestellt, kam ein Baby auf die Welt. Ohne Zähne, ohne Schuh, lieber Hieronymus, das warst du. Hast geweint und hast gelacht, manche Windel voll gemacht. Heute tust du das nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Du bist das Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Tja, lieber Baron von Münchhausen, 300 Jahre alt bist du jetzt geworden. Mein herzlichen Glückwunsch hast du. Hier ist Volker Rosin und ich habe in deiner tollen Stadt schon ganz viele Konzerte für Kinder und für Familien machen dürfen. Und ich hoffe, das darf ich die nächsten 300 Jahre auch. Denn ich werde auf jeden Fall mindestens 300 Jahre alt. Und wenn es nicht wahr ist, ist es eine Lüge. Also, ich wünsche alles, alles Gute und ich freue mich, demnächst wieder bei euch in Bodenwerder zu sein. Euer Volker Rosin. Hallo, liebe Bürger der Münchhausen Stadt Bodenwerder. Ich sende hier aus Hannover schöne, beste, bunteste, hellste Glückwünsche zum Geburtstag. Mein Name ist Mancha Friedrich und ich hatte 2016 die schöne Aktion gemacht bei Ihnen in der Stadt, in der Innenstadt. Hier hatte ich nochmal ein Foto hervorgekramt, wo man vielleicht auch ein bisschen das Fahrrad sehen kann. Das unter anderem eingestrickt war, wo viele fleißige Hände, ganz viele Frauen haben da gearbeitet und gehandarbeitet, um das schön bunt zu machen in der Stadt. Und von mir gibt es wirklich herzliche Glückwünsche und Grüße und ich hoffe, bald mal wieder in der Stadt zu sein. Das ist aber auch so.